wirst mich mögen. Das Thema heute. Ja, was machen wir? Das sieht vielleicht heute gar nicht so spektakulär aus. Ich glaube, Leute, die sich ein bisschen mit Pferden auskennen, für die kann das ziemlich spektakulär sein, weil sie merken, wie so ein Pferdchen, was einen überhaupt nicht mochte, und auch gar nicht so die Nähe gesucht hat zum Menschen, auf einmal jetzt dann doch ein bisschen was von ihm wissen will. Nee, jetzt noch nicht. Nee, nee, nee. Das müssen wir uns erstmal erarbeiten. Normalerweise ist es total toll, wenn man mit sowas anfängt, mit dem Pferd zu arbeiten. Das ging bei uns leider nicht, weil kaum hatte man ihn nicht am Strick, kaum hatte man ihn nicht in Kontrolle, hat er ja beißen wollen, treten wollen und ja, so schnell konntest du gar nicht gucken. Also das war schon extrem am Anfang. Ja, was mache ich jetzt eigentlich? Heute die Übung ist eigentlich nur sein. Wir sind. Er ist, ich bin. ich tue einfach mal so, als wäre ich ein Leithengst, eine Leitstute, die den anderen nicht braucht. Ich meine, die brauchen die Herde natürlich auch, ne? Aber jetzt theoretisch tun sie dann so, als würde man keinen brauchen. Und das liegt daran, dass ich natürlich keine Angst vor Wölfen habe, ich habe keine Angst vor Tigern, ich habe keine Angst vor nichts. Ich wurschtel hier einfach vor mich hin und ich brauche Aramis nicht. Nein, interessiert mich null. Viele denken sich jetzt, was soll das denn jetzt? Warum spaziert denn die da so rum? Warum stochert die da im Boden rum? Und ja, ich gehe auch weiter so rum, weil ich brauche ihn nicht. Viele würden dann denken, okay, da passiert ja gar nichts. Aber da passiert gleich so viel, dass man, wenn man die Pferde ein bisschen lesen kann, merkt, oha, der hat aber ganz schön viel zu arbeiten. Also ganz schön viel Kopfarbeit auch zu machen. Aber in einem relaxten Zustand. Und das ist eben das, wo wir jetzt eigentlich hinwollen. Ich würde auch gerne hinwollen auf Zone 2, 3. Weil ich da sitze und weil er mich da runterbeißen wollte. Das merkt man auch gleich, dass ihm das so ein bisschen unangenehm ist. So, jetzt kam er von alleine zu mir. Siehst du, hat man gar nichts gebraucht, keine Leckerlis, kein gar nichts. Manche bestärken das. Ich hätte ihnen jetzt sagen können, okay, ich gehe jetzt weiter meine Runden, aber ich wollte ihn jetzt mal positiv bestärken, dass er die Nähe zu mir gesucht hat. Dann will ich eben auch streicheln. Ah, einmal natürlich nochmal zurückschicken. Ein bisschen wedeln. Macht er mittlerweile auch schon richtig gut. Man könnte noch mehr machen. Aber es geht ja nicht immer um das viel, viel machen. Ne? Nicht so wie letztes Mal, da habe ich es etwas übertrieben. Da wollte ich einfach so viele Dinge machen, weil ich so viele tolle Ideen hatte. Und die Tara auch. Und jeder wollte. Und das war dann einfach ein bisschen too much. Deswegen fahren wir das Ganze einfach runter wieder. So, ihr habt gerade gesehen, ich wollte Zone 2, 3 rüber, da ist er dann gleich, das war ihm unangenehm, da ist er dann gleich erstmal wieder mit dem Kopf zu mir gekommen. Also da ist er dann rückwärts gegangen, weil er gesagt hat, na, ich will dich noch vorne ein bisschen analysieren. Das ist auch sein ganzes Recht. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren da und spazieren gehen, das ist ein absolutes Bonding, was man braucht. Bonding ist so, na, ihr kennt den Film Avatar vielleicht. Avatar, da verbindet man sich mit dem Pferdchen und das machen wir jetzt. Außer, dass mein Pferdeschwanz nicht lang genug ist, um den da ran zu connecten, aber irgendwie haben wir trotzdem eine Connection schon. Na, er geht auch schon schön mit. Ich versuche auch, dass er ein bisschen auf Abstand bleibt. Das sieht man auch gleich, wenn ich wedel. Das sieht man nicht, aber dann macht er gleich so Kopf ein bisschen zur Seite. Und man denkt jetzt, oh Gott, jetzt hat sie ihn verloren, jetzt hat sie ihn nämlich gewedelt, aber den habe ich noch lange nicht verloren. Jetzt bin ich ja erstmal ein bisschen interessant. Da passiert ja trotzdem was mit ihr. Es gibt Streicheleinheiten und es ist alles eine entspannte Atmosphäre, da gehe ich doch gerne hin. Und schau mal, was die da so macht. Wichtig ist eben, solche Sachen theoretisch zu machen. In dem Sinne am Anfang, weil das Pferd nicht immer das Gefühl hat, dass man dann was von ihm will immer. Ja.
Jetzt gibt es, glaube ich, eine Situation, wo er selber mal einen schlechten Gedanken hatte. Und nur durch den schlechten Gedanken hat er sich, ohne dass ich mich bewegt habe, auch schon erschrocken. Da, warte mal. Ha, schau, das war ein schlechter Gedanke. Und jetzt bewege ich mich dazu, weil ich sage, okay, der schlechte Gedanke, den brauchst du gar nicht zu Ende denken, weil ich finde das gar nicht in Ordnung, wenn du mich hier anknabberst. Nicht? Aber eben ganz wichtig, entspannt und ruhig. So, so viel, wie ich jetzt erzähle dazu, zu Sachen, wo man denkt, ach, da passiert ja gar nicht so viel. Deswegen erkläre ich eigentlich auch die Sachen, dass da eben viel passiert. Für jemanden, der vielleicht das nicht erkennen kann oder da auch was lernen will. Jetzt habt ihr gesehen, ich will schon wieder zu einer 2 und 3, aber er will jetzt erst einmal nuckeln hier da. Und abschlecken. Das darf er dann auch, solange der nicht mir die Zähne zeigt, nicht? Und woran man am meisten merkt, dass der da viel verarbeitet, in dem Sinne auch, hey, ich kann mich mit der richtig wohlfühlen auch, das merkt man, wenn der gleich die zweite Runde rumkommt und dann gähnt der gähnt, aber der hört nicht mehr auf zu gähnen. Und daran erkennt man auch, dass sich da viel getan hat bei so einem Tierchen. Ne? Also nicht nur immer mit dem Schmatzen, ich schmatze ab, ich habe was verstanden, sondern auch gähnen. Das ist oft eine Situation, wo das Pferd richtig Kopfarbeit machen musste hier. Kopfarbeit entspannt, das ist super. So, jetzt pass mal auf. Jetzt kommt die Gähnaktion. Was ich auch immer in die Kamera erzähle, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr Abstand halten müssen oder so. Aber mir ist jetzt diese lockere Atmosphäre wichtiger. Ja. Ja, Schmatzi. Das ist ja total toll mit der. Schaue ich nochmal an, nicht, dass sie wieder dahinter gehen will. Vorne finde ich die immer noch interessanter. Und jetzt geht die Gähnerei los. Oh, da passiert ja groß gar nichts. Aber irgendwie passiert doch was. Das ist also total cool für ihn. Ne? Ja, genau. Also genießt mal das Gähnen. Später erzähle ich euch noch ein bisschen was dazu, was ich noch so mache und tue. Weil viel machen wir nicht. Das geht heute wirklich nur darum, Kumpel sein. Mehr nicht. Und das ist ja das Wichtigste. Eigentlich, ne? Ja, Mai, da haben wir ja schon viel erreicht. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt können wir ja noch einmal ein bisschen an der Zone 2 und 3 bis nach hinten durch. Er ist abgelenkt, er hat es gar nicht mehr richtig mitgekriegt. Der hat schon ein bisschen mitgekriegt. Jetzt wollte ich ihn noch einmal in eine Volte schicken. Einmal auf der rechten Hand, einmal auf der linken Hand. Und dann ist der Kerle danach tatsächlich, wir hatten so einen Magneten, so einen Magneten um uns, dass der bis zur Sattelkammer mit mir mitgelaufen ist, dass er bis zum Stall mit mir mitgelaufen ist. Ja, ich dachte, der wird dann irgendwann mal so seine Wege gehen, aber er war sehr interessiert an allem, was wir
mit eigentlich fast nichts für manche Augen gemacht haben. Aber ist das eben sehr viel, eine sehr wichtige Arbeit auch. Ja, also er ist, ich habe ihn ja genommen damals schon. Ich wusste, dass das schwierig wird mit ihm. Ich hatte mir gehofft, dass ich euch zeigen kann, wie man ein Pferd schnell einreitet. Das habe ich ja schon mal in einem Video gesagt. Also wie man schnell einreiten kann mit viel Ruhe. Aber er hat länger gebraucht. Und wisst ihr was? Das ist so egal. Das ist so egal. Das ist das Allerwichtigste, dass das egal ist. Ach, hier übrigens, ihr seht meine Spannung. Ich möchte nicht, dass er kommt. Ganz kurz, das ist auch noch ganz wichtig für manche, die es nicht sehen. Ich habe meinen Körper ein bisschen nach vorne. Ich will nicht, dass er kommt. Und jetzt entspanne ich mich wieder. Und er hat sehr schön darauf reagiert. Für das, dass er ja gar keine Körpersprache richtig kannte. Na, also er kannte ja seine Pferdesprache nicht. Das ist ja eine Pferdesprache, die wir sprechen sollten. Und da hat mir die Herde über den Sommer natürlich wahnsinnig geholfen. Obwohl er immer noch gerne eher dagegen geht bei manchen Pferden, als wie dass er weicht. Also weichen macht er tatsächlich mit mir schon fast besser wie mit manchen Kollegen. Ein für mich ganz toller Tag und ich glaube diesmal für ihn auch. Ja, und wir bleiben stehen. Wunderbar. Halt, stopp, nicht den einen Schritt noch gehen. Ja, ich war zu langsam. Okay, also ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Drück euch und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht mit unserem kleinen Mann. Es ist immer wieder spannend, sowas.